Robby, mein erster Kontakt mit dem HSV war? Ja, durch meinen Berater natürlich. Hat mir erzählt, dass HSV Interesse hätte, mich zu verpflichten oder ob ich es mir vorstellen könnte. Und dann hatte ich mit Tim Walter und damals Michael Mutzel noch mein erstes Gespräch. So, das war dann der erste persönliche Kontakt zu den Verantwortlichen. Ja, da natürlich damals, ich glaube, C. Roberto, Van der Vaart und so weiter, Company, Boateng, so Van Nistelrooy, genau. Natürlich auch als Kind im Kopf geblieben oder damals verfolgt in der Bundesliga, war schon immer ein besonderer Verein. Einen Hattrick in der Allianz Arena zu schießen war? Bis jetzt mein schönster Moment in meiner Karriere, weil es einfach meine Heimatstadt war und so viele Freunde und Familie zu Besuch waren. Ja, einfach den Moment, mit dem ich besonders dann teilen konnte, und es war einfach was ganz Besonderes für mich. Papa von zwei Töchtern zu sein ist? Das Beste auf der ganzen Welt für mich. Das ist mein größtes Glück und mein Ein und Alles. Der HSV-Moment, an den ich mich ganz besonders erinnere, ist? Viele Momente. Vielleicht, was mir zum Kopf gleich kommt, das letzte Jahr, das Viertelfinale gegen Karlsruhe, war besonders. In Berlin, das Relegationshinspiel, aber natürlich leider auch dann das Rückspiel ist dann auch im Kopf geblieben. Einfach so die besonderen Momente. Das Volksparkstadion ist für mich? Ja, ein ganz besonderer Ort. Es macht mega Spaß hier. Kriegt man bei jedem Heimspiel Gänsehaut. Und ja, es ist ein wunderschönes Stadion. Mein schönstes Tor für den HSV war? Ich würde sagen, so viele schöne hab ich noch gar nicht geschossen. Ich weiß nicht. Schön, fällt mir jetzt keins ein, vielleicht im Nordderby, im Hinspiel. War zwar nur ein Kopfball, aber ich fand es einfach was Besonderes, weil es im Nordderby war, aber schönstes fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Mein größtes Vorbild als Kind war? Cristiano Ronaldo. Die Championship in England ist? Extrem coole, aber auch extrem harte Liga. Diese berühmte Person würde ich gerne mal treffen. Cristiano Ronaldo. Wenn ich einen Babysitter aus meiner Mannschaft für meine Töchter aussuchen müsste, dann wäre das? Jemand mit Kindern? Ich glaube, ich würde... Das ist schwer. Erstens haben wir nicht so viele mit Kindern. Sonny würde ich nehmen, weil der ist sehr, sehr vorsichtig. Und dann weiß ich, da würde er sich sehr, sehr viel Mühe geben. Der Torjubel von Bakker und mir bedeutet? Einfach Dank an den lieben Gott, dass wir auf dem Platz stehen dürfen und ja, gemeinsam spielen können. Wenn wir nach dem Spiel mit unseren Fans feiern, dann? Ja, macht es einfach einen richtig stolz, dass man für so einen Verein spielen darf, für solche Fans. Und einfach richtig cooler Moment, immer nach dem Spiel dann vor der Kurve stehen zu können und mit denen gemeinsam feiern zu können. Wenn ich einen Job im Trainer- oder Funktionsteam übernehmen müsste, wäre das? Ich denke, Co-Trainer werden. Von vielleicht Merles Job, denke ich, würde am besten zu mir passen. Als Co-Trainer kann man vielleicht noch besser ein bisschen persönlich mit den Jungs mehr reden. So als Cheftrainer muss man eher so das große Ganze sehen. Und deswegen, glaube ich, wäre es mir ein Tick zu stressig. Vor einem Elfmeter überlege ich? Also überlegen, versuche so wenig wie möglich zu überlegen. Eigentlich versucht man so wenig wie möglich zu überlegen. Man denkt eigentlich nur, ich schieße in die Ecke ich schieße in die Ecke und dann versucht man sich auf die Ecke zu konzentrieren und ja, voll durchzuziehen. Der beste Verteidiger, gegen den ich je gespielt habe, war? Würde ich sagen, Boateng, Jerome Boateng. Steht für sich. Hat einfach alles gehabt. Groß, kräftig, schnell, zweikampfstark. Auch am Ball, man konnte ihm kaum den Ball abnehmen. Ja, nicht umsonst Champions League-Sieger, Weltmeister und so weiter. Hummel, Hummel? Moas, Moas.